und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Grizzlies Wolfsburg gegen die Straubing Tigers. Endstand 6:3 für den ERC. Bei mir darf ich Trainer des Teams begrüßen, zu meiner Rechten Dermot Tuschny, Trainer der Tigers, und zu meiner Linken Pavel Groß, Trainer des ERC Wolfsburg. Wie immer der Gast das erste Wort, also darf ich Dermot Tuschny bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Guten Abend zusammen, gratuliere zu den Pavel und der Wolfsburg-Gruppe für den Sieg. Sie hat sehr gut gespielt. Ich glaube, unsere Mannschaft hat ein gutes erstes Drittel und ein gutes drittes Drittel, aber wir haben viel Fehler machen in die zweite Drittel. Fehler mental gegen eine Qualitätsmannschaft als Wolfsburg kann wir nicht diese Fehler machen. Wir sind enttäuscht mit dem Resultat, aber wir müssen auf diese Spiele lernen. Und gratuliere zu Wolfsburg. Vielen Dank, Frau Tuschny. Kommen wir zum Stimmen von Pavel Groß. Ja, danke. Schönen Abend noch. Ich glaube, heute haben wir wieder eine Schnellpartie gesehen. Wir haben gewusst gegen Straubing. Wenn man spielt gegen Straubing, ist eine zwar kleine, aber sehr schnelle Mannschaft, aggressive Mannschaft. Das haben wir schon dreimal jetzt erlebt in der ziemlich noch jungen Saison. Aber wir haben gewusst, die Serie, die Straubinger Serie, hat eigentlich gegen uns angefangen. Die haben uns damals in Straubing geschlagen und danach haben die 7 Spiele eigentlich am Stück gewonnen. Und die wollten wir heute auch beenden. Das ist uns auch gelungen. Und ich glaube, oder ich muss auch ehrlich sagen, Respekt an die Mannschaft, weil wir haben nur mit 5 Verteidiger gespielt. Da war noch ein Verteidiger noch angeschlagen, auch haben wir fast 4,5 Verteidiger heute gehabt. Aber die Jungs, die haben heute gearbeitet, die haben gekämpft und klar war vielleicht Straubing auch optisch besser. Aber wir haben heute effektiv gespielt mit einem sehr guten Torwart. Ich glaube, es war ein Unterschied im Spiel und